Das wird immer eine Diskussion sein. Das ist Politik, das gehört dazu. Wir müssen immer aushandeln, politisch, staatlich, mit den Behörden. Was wollen wir? In welchem Spannungsverhältnis befinden wir uns? Wie weit sind Bürgerrechte zu beeinträchtigen? Wie stark darf Polizeiarbeit sein? Was dürfen Geheimdienste? Das ist kein statisches Produkt, das man dann einmal festlegt, sondern es ist wahrscheinlich immer neu zu debattieren. Das ist Teil der Aufgabe freier Demokratien, ihre Organisation selbst auszuhandeln. Und soweit lassen wir uns auf die Diskussion ein. Unbestreitbar ist, dass die Polizei eine Sicherheitsaufgabe hat, der sie nachkommen muss. Und ich glaube, sie muss auch die Chancen der Digitalisierung nutzen dürfen. Es gibt viele konstruktive Beispiele, beispielsweise, wie verteile ich Polizeibeamte im Raum nach gewissen Kriminalitätsaufkommen? Das kann man mit datengeführten Analysen machen. Da ist Big Data vielleicht auch eine kleine Hilfe, ein neuer Trend. Aber immer dann, wenn personengebundene Daten eine Rolle spielen, da sollten wir aufmerksam werden und uns überlegen, wollen wir das? Wollen wir wirklich ein Stück weit unserer persönlichen Freiheit aufgeben? Wollen wir Anonymität aufgeben? Wollen wir unsere Privatsphäre aufgeben? Wie gehen wir mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil um, das gesagt, die Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme muss gewährleistet werden? Das ist ein Auftrag, dem wir nachkommen müssen. Das Ganze ist zu diskutieren, auszuhandeln. Es ist lebendig zu debattieren.